Aqualine 57 ist das Stichwort heute. Wir haben die Greycast Iron hier, 2024er Modell. Bauen tun wir die Boote seit 2009. Was wir hier alles verändert haben, designt haben, verbessert haben, vergrößert haben, erleichtert haben, sehen wir jetzt. So, hier stellen wir euch mal das ganz neue Modell vor aus 2024. Wir reden von der Bugspitze, Aqualine 7,50 Meter von vorn bis ganz hinten zur Bankplattform plus Motor. Wir haben eine Breite von 2,50 Meter, einen Tiefgang von 45 cm plus Schaft. Die 45 cm sind nur im letzten Drittel des Bootes. Vorne habt ihr so gut wie gar keinen Tiefgang. Man benötigt bei diesem Boot je nach Ausstattung zwischen 2800 Kilo und 3,5 Tonnen Trailer. Wir empfehlen in jedem Fall, wenn machbar, einen 3,5 Tonnen Trailer bzw. einen 3 Tonnen Trailer, je nachdem, was für Ausstattung man gerne haben möchte. Unsere Boote sind die Trailerbar größten Boote, die es gibt, ohne Sonderzulassung, mit dem größten Raum an die Boote seiner Klasse. Da kommen wir später noch zu. Wir haben jetzt hier unglaublich viele tolle Features schon verbaut, die ich euch mal gerne näher einfach zeigen will im Detail. Wir haben 4 bzw. 6 Schlafplätze, denn 2 in der Kabine, 2 in der Unterflugkabine und 2 oben im Heckbereich bieten euch unglaublich viel Platz auf einem trailerbaren Boot, was so einfach und easy ist, wenn man den richtigen Trailer hat, mit den richtigen Einstellungen. Wir bauen das Boot ja, wie gesagt, viele, viele Jahre schon. Wir arbeiten seit über 20 Jahren mit deutschen Herstellern von Trailern zusammen, die den Rumpf exakt vermessen haben, die exakte Maße haben, um das Trailern so einfach und sinnvoll wie möglich zu machen. Denn das ist der große Vorteil. Wir können das Boot easy trailern, wir können es easy mit an die Ostsee nehmen, an die Nordsee, an die Adria, nach Dänemark. Wir können es in den Binnengewässern fahren, wir können es offshore fahren. Wir haben eine Zulassungsklasse von bis zu 7 Personen, was natürlich bedeutet, dass wir eine unglaubliche Sicherheitsklasse des Bootes auch haben, denn wir haben keinen Wellenschlag, der eindringen kann. Wir haben keinen Wellenschlag, der von hinten ins Boot eindringen kann. Wir sehen nachher hinten auch, dass wir einen neuen Einstieg gebaut haben. Alles das sind solche Features, die ich euch gerne mal näher beibringen will. Und ich würde sagen, wir arbeiten uns einfach mal spezifisch von ganz vorn bis ganz hinten durch. Jedes Boot ist so einzigartig gebaut, wie ihr selbst auch seid. Man kann alles machen, muss nicht. Mich fragen immer viele Kunden, Tobi, was geht alles? Es geht grundsätzlich alles. Wir wollen aber genau gucken, was braucht ihr? Und jetzt gehen wir mal durch und gucken von vorne bis hinten, was sind die Features, was sind die Highlights, warum haben wir was so oder so oder so gebaut? So, angefangen vom Bug her haben wir jetzt hier eine komplette Neuheit. Wir haben einen elektrischen Bugmotor, den ihr mit Hand von der Fernbedienung eines Fußpedals einfach reinfahren könnt oder rausfahren könnt. Der Motor ist so genial, ihr könnt den direkt in einer GPS-Steuerung fahren, indem ihr eine Steuerung habt, die die Gestensteuerung beinhaltet. Ihr fahrt, gebt einen Kurs ein und der fährt euch dort direkt hin. Oder ihr könnt auch das Wunderschöne machen, ihr könnt einfach abankern. Der Motor fährt vollautomatisch einfach rein. Geht in die Position und ihr könnt dann direkt einen Kurs eingeben oder von Hand fahren. Ihr braucht nicht reinheben, ist alles autark vom Cockpit aus und könnt so Gewässer befahren, wie wir sie hier oft bei uns auch haben, die ihr nicht mehr mit dem Benzinmotor durchfahren dürft, sondern nur noch voll elektrisch. Lautlos, easy leise, mit super Batteriemanagementsystem auf 24 Volt oder 36 Volt Basis. Wir arbeiten mit Solarsystemen auf dem Cabrio-Verdeck oben zusammen, die automatisch die Batterien wieder autark aufladen oder Brennstoffzellen. Alles das klären wir nachher nochmal im Detail, wenn wir im Boot sind. Das ist aber so eine absolute, wir sagen es, Weltneuheit, denn die macht das Fahren nochmal entspannter und ruhiger. Denn wir sagen immer, mit dem Boot möchte man ja nicht an irgendein Ziel kommen, sondern der Weg ist das Ziel. Und das beinhaltet so viel Entschleunigung und so viel Fahrspaß und so viel Entspannung eigentlich auch. Wir sagen ganz klar, als Wassersportler direkt durch und durch auch, man muss einfach nur einsteigen und losfahren. Man macht die Plane ab, steigt ab und man ist schon in der Freiheit. Die kriegst du mit dem Motorrad nicht hin, die kriegst du auf dem Campingplatz mit dem Camper nicht hin. Viele wollen heutzutage nicht nur Elektro fahren oder nicht nur Benziner, sondern die wollen sowohl als auch fahren. Und das beinhaltet dieser Bugmotor, den gibt es von verschiedenen Herstellern her. Wir haben alle bei uns und beraten euch immer, was das Beste wäre. In diesem Fall natürlich das Schönste überhaupt.
fährst den Motor einfach mit einer Fernbedienung nach oben und hast keine Probleme und fährst ihn genauso gut auch wieder rein. Und das ist halt einfach eine ganz tolle Geschichte. Anhand von einem Knopfsystem drückst hoch, Motor fährt hoch, legt sich in die Endposition zurück. Ihr habt keine Schmerzen, könnt sowohl auch noch die Ankerbinde benutzen, wenn ihr euch irgendwo abankern wollt, als auch mit dem Bugmotor auf GPS-Steuerung auf Ankerposition drücken. Der Motor bleibt einfach auf der Position stehen, egal wie viel Wind dort ist, und macht das Ankern unglaublich leicht und entspannt. Hier seht ihr eins der absolut größten Features der 57 im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben hier ein riesengroßes Vorschiff, in Anführungsstrichen, was bei 7,50 Meter halt eine riesen Sonnenfläche beinhaltet. Wir können hier eine große Liegefläche draus machen, die ihr auch easy verstauen könnt im Boot. Die ist geklettet, man kann sie auch mit Knöpfen festmachen. Ihr seht ein riesengroßes Vorschiff. Man will nicht einen Hardtop hinten drauf haben und da wie im Gewächshaus sitzen, sondern man will frei draußen sitzen. Wir haben immer überlegt, ob wir einen Hardtop bauen oder nicht. Problem ist aber immer, man sitzt immer im Boot, man möchte die Natur genießen, man möchte draußen die Freiheit genießen, und sollte mal ein Regenschauer kommen, haben wir diesen riesengroßen Vorteil des Sportbügels gleich mit dran, der dann viele große Vorteile bietet, die ich euch jetzt gleich mal erklären möchte. So, hier haben wir jetzt die Besonderheit, ihr könnt euch ja unsere Boote in allen Farben aussuchen, wie ihr sie gerne haben möchtet. Ihr könnt das Oberschiff einfärben nach allen Raltönen, den Steckstreifen, den Rumpfstreifen, das Cockpit, die Badeplattform. Ihr könnt euch das Boot mit einem GFK-Geräteträgerbügel konfigurieren oder ohne. Der große Vorteil dieses Geräteträgerbügels ist in erster Linie, ihr habt hier unglaublich Freiraum. Ihr habt hier keine Gestänge mehr großartig im Weg, wenn ihr nach vorne möchtet. Ihr habt aber auch genauso gut den Vorteil, wie ihr hier schon sehen könnt. Man kann jetzt hier vorn komplett alles schließen und kann hier hinten komplett alles öffnen. Den Bügel nach oben liegen, und hier hinten befindet sich diese riesengroße Lounge, diese Liegefläche im Boot. Und man liegt hier windgeschützt. Ein Boot dreht sich ja immer in die Windrichtung mit der Spitze. Ihr habt den Vorteil des Bugmotors oder der elektrischen Ankerwinch abzuankern. Gleichzeitig natürlich auch mit dem Flachwasseranker, wo wir gleich noch zu kommen. Aber der Geräteträger ist halt dazu da, dass ihr hier Freiraum habt, Schutz vor der Sonne habt. Ihr könnt das Verdeck auch so machen, dass man die inneren Teile noch sogar noch verdunkeln kann, was viele Kunden schon haben wollten. Und liegen hier hinten komplett im Sonnenbereich windgeschützt frei. Das ist der große Vorteil des Geräteträgers. Und natürlich auch, wie viele Kunden gerne haben wollten, wir haben schon oben eine Satellitenschüssel verbaut. Wir verbauen sehr, sehr oft ein 4G-Radar-Dome. Wir verbauen dort oben Scheinwerfer mit einer speziell angefertigten Aluminiumplatte. All das ist immer kundenwunschabhängig, je nachdem, für welche Zwecke ihr das Boot verwenden wollt. So, angefangen jetzt hier am Heckbereich des Bootes, war es ja früher so, dass wir die Leiter nur oben drauf hatten auf der Badeplattform. Die Badeplattform war relativ klein. Jetzt haben wir die Badeplattform so modifiziert, dass wir so maximal Fläche wie möglich haben und die Leiter gleich integriert haben, dass man beim Baden oder Loungen draußen einfach nicht auf die Leiter rauftritt, sondern eine super Liegefläche hat. Gekoppelt mit hier mit einer Neuheit, auch seit 2024 ist diese Plattform, in der ich mich hier befinde. Früher konnte man hier nicht durchgehen. Hier habt ihr jetzt den Vorteil, dass ich hier komplett durchs Boot zur anderen Seite gehen kann, kann das Boot festmachen, habe noch mehr Fläche hinten draußen, kann mir das draußen gemütlich machen, kann mich hier draußen hinsetzen, kann hier draußen die Natur genießen, kann hier draußen die Angel rauswerfen. Ihr seht, Rutenhalter haben wir auch schon dran. Große Platte, die man nachher hochklappen kann, dass man den Motor weiter rausfahren kann. Denn wir haben hier auch eine hydraulische Jackplate dran. Und die hydraulische Jackplate ist für mich auch eins der absoluten Highlights für die nächsten Jahrzehnte, definitiv. Wir sind ja absolute begeisterte Außenbord-Fans. Zu früheren Zeiten, vor 20 Jahren, gab es keine effizienten Außenborder im Außenbordbereich. Da wurden große Maschinen verwendet, die aus der Automobilindustrie kamen. Das waren meistens 3 Liter, 4,3 Liter, 5 Liter, 5,7 Liter und wahnsinnige Spritfresser. Ihr habt keinen Platz auf dem Boot, ihr kommt nicht ran, wenn irgendwas ist. Ihr müsst riesen Servicearbeiten bezahlen. Ihr habt immer eine Gefahr an Bord einer Verpuffung. Ihr müsst einwintern, auswintern. All das sind Sachen, die aus meiner Generation schon gar nicht mehr in meinen Augen in einem Trailerbahnbereich tragbar sind. Ihr habt hier einen Außenborder dran, der ist so spritsparsam, so laufruhig, so effizient. Ihr habt einen geringen Tiefgang, ihr könnt durch diesen Powerlift den Motor komplett mit der Fingersteuerung nach oben fahren, zeige ich euch gleich nochmal. Ihr habt einen unglaublich geringen Tiefgang dadurch.
Demzufolge Steuer, wenn ihr überlegt, ihr habt einen Z-Antrieb, den Z-Antrieb kriegst du nicht raus, du hast Falkenbälge, du hast einen Durchbruch durch den Rumpf, da kann Wasser eindringen, da kann der Spiegel undicht werden, alles solche Sachen haben wir schon gehabt. Außenbau, das ist das Einfachste von der Welt. Boot rausnehmen, Motor gerade stellen, der Kühlkreislauf ist so gebaut, dass er bis auf den letzten Tropfen leer läuft. Ihr braucht gar nichts weiter machen. Im Frühjahr einfach nur Plug and Play starten, losfahren und das ist das, was es so schön und so einfach macht. Ölwechsel, Haube ab, Öl raus, neue Öl rein, Zündkerzen raus, neue Zündkerzen rein, Filter rausdrehen, Filter rein, easy. Viel Platz, viel Stauraum, gerade auf einem trailerbaren Boot mit unglaublich geringem Gewicht, unglaublich geringem Tiefgang. Das sind diese riesen Vorteile, die es so effizient und so sparsam machen. Wir gerade als Honda-Fans, wir sagen immer, das Herzstück ist immer der Motor. Wir sind Fans von Mercury, Honda, Suzuki. Wir haben eine Statistik in den Computern über die Jahre hinweg, wie viele Motoren, wie viele Probleme gerade in der Garantiephase machen. Sind das mit Abstand die besten Motoren, die es auf dem Markt gibt. Und ich sage immer so salopp, die überlegen, wenn man sie gut pflegt und jedes Jahr einen Ölwechsel macht, jeden Kunden. Hier haben wir jetzt den großen Vorteil, dass wir hier eine hydraulische Jackpad haben. Der riesengroße Vorteil bei dem Außenborder gegenüber einem Z-Antrieb oder einer starren Welle. Ihr könnt hier den Motor jetzt nach oben fahren. Er ist jetzt bereits in der Endstellung. 15 cm Luft haben wir dazwischen. Der Motor fährt runter in die Endstellung mit, Hebel, mit einem Fingerhebelprinzip. Und ihr könnt dadurch den Tiefgang des Bootes extrem verringern. Normalerweise muss ich den Motor in der Flachwasserzone raustrimmen, habe dadurch aber dann geringe Ruderwirkung. Jetzt in diesem Fall kann der Motor in einer geraden Position stehen bleiben. Ich kann den Motor hoch oder runter trimmen, je nachdem, wo ich ranfahren möchte. So, hier sehen wir jetzt, wie der Motor direkt in die Position zurückfährt. In den Normaltiefgang, in der Flachwasserzone fahrt ihr dann einfach nur hoch und habt keine Probleme des Tiefgangs mehr. Wir haben einen Tiefgang an den ersten zwei Dritteln des Bootes von wahrscheinlich 20, 30 Zentimetern, was es uns den unglaublichen Vorteil bietet, dass wir halt durch geringe Tiefgänge einfach auch die Natur genießen können. Ich muss immer so schön abfeiern, indem ich immer sage, die großen Boote fahren alle Autobahnen, weil sie alle draußen in riesengroßen Tiefgängen liegen bleiben müssen, müssen dann mit einem kleinen Dingi irgendwo ranfahren. Wir können mit unseren Booten überall ranfahren. Wir können überall an den Strand ranfahren, an der Insel, wo ihr euch mal gerne aufhalten wollt, wo ihr mal ein Lagerfeuer machen möchtet oder mit einem Campingstuhl einfach mal die Natur genießen wollt. Das alles bietet dieser Vorteil. Gekoppelt dann zur Ankerbarkeit mit einem sogenannten Flachwasseranker. Hier haben wir jetzt den sogenannten Flachwasseranker, den Talon. Wir nennen es geräuschloses Ankern. Und ihr habt entweder eine Fernbedienung vorne im Cockpit, die ihr mit euch tragt, oder hier direkt per Knopf die Funktion, dass ihr den Anker, also die Stange, die nach unten fährt, einfach ausfahrt. Er fährt jetzt in die Endposition, ankert ab, geht bis 4,5 Meter runter, gibt es in zwei Ausführungen, 3,5 Meter, 4,5 Meter. Und das Boot findet sich jetzt im Ruhemodus. Das war's. Jetzt steht es schon. Und ihr habt die Besonderheit, durch diesen Modus hier, wenn ihr Wellengang habt, ankert der Anker einfach nach. Und das geht bis 8 Meter Länge des Bootes, easy leicht, auf einer Seite oder auf beiden Seiten, je nachdem, wie ihr es gerne haben möchtet. Wenn ihr wieder losfahren wollt, drückt ihr hier oben auf den Knopf. Ihr seht hier an der Anzeige, fährt der Anker in die Endposition nach oben zurück und ihr könnt starten. Hier sehen wir jetzt hinten schon in der großen Lounge, im Pflichtbereich, die große Liegefläche, die man hier nutzen kann. Man kann den Tisch sowohl hier oben reinstecken, als auch unten oder komplett verstauen. Ihr seht hier schon die Auflagepunkte ringsherum. Das ist alles eine riesengroße Liegefläche, die ihr hier oben bauen könnt. Die sind hinten drin verstaut in der Heckstauklappe. Und wir haben hier, was es früher auch nicht gab, komplett neue Polster angefertigt mit verschiedenen Staukästen, die ihr überall jetzt habt, Fahrer, Beifahrer. Hinten auf der Pflicht, links und rechts, nochmal zusätzlichen Stauplatz für Sonnenbrillen, Fernbedienung, was man alles so bei hat. Und ihr seht hier schon, wie groß diese Fläche direkt ist. Unten angekommen, was denn das Wort ist, ist wie ein Keller. Das bei der 57 immer einzigartig, du hast hier so unglaublich viel Stauraum. Wir verbauen ja so unglaublich viele Systeme mittlerweile, ob es Brennstoffzellen sind, ob es Heizung ist, Warmwasserboiler, Hebeanlage, Fäkalientankanlagen, Frischwassertankanlagen. Und alles das muss ja irgendwo hin. Und jetzt kommt der gigantische Vorteil gegenüber einer Einbaumaschine einfach. Ihr braucht Platz an Bord. Und der befindet sich hier.
Guck mal, wie viel Platz hier ist. Das ist der Wahnsinn. Die Beine unter machen, können noch zwei, drei Mann hier rein. Echt irre. So, ihr seht hier, wie viel Platz hier ist. Also ich bin 2,7 Meter groß. Ihr seht, hier ist viel, viel Stauraum. Wir haben hier extra Kästen verbaut, dass die Batterien sauber verschwunden sind drunter. Wir haben hier hinten den Bereich, wo der Fäkalentank hinkommt. Auf der anderen Seite der Frischwassertank. Ich zeige euch gleich mal drüben, was wir da schon verbaut haben. Hier kommen noch meistens die Brennstoffzellen mit rein oder die Lithiumbatterien oder der Warmwasserboiler auf 12 Volt und 220 Volt. Denn viele unserer Kunden möchten gerne eine Dusche mit einer Hebeanlage im WC-Raum haben. Und wie das genau aussieht, gucken wir uns hier drüben mal an. So, hier sehen wir jetzt die Wallas Heizung auf Petroleumbasis, geruchsneutral, 2,0 kW, mit zwei Einlässen, einen für die Kabine und einen für die Plicht. Und ihr könnt die Temperatur jetzt individuell an einem Rädchen einstellen, wie zu Hause. Da unten ist gleich der Tank verbaut, mit dem Petroleum reicht Ewigkeiten aus. Hier haben wir gleich ein Landanschlusspaket mit einem Sicherungskasten, einem FI-Schalter drin, alles abgesichert über spezielle Leitungen, über spezielle Sicherungen, dass ihr immer eine Sicherheit an Bord habt. Sportgetränke müssen auch immer im Wasser dabei sein. Ablegebier, Anlegebier. Dazu brauchen wir immer einen vernünftigen Kühlschrank. Kompressor gekühlt, kühlt unabhängig von der Außentemperatur. Auf 50 Liter Basis gibt es als Schubladenfunktion. Könnt ihr die Lebensmittel rausziehen oder mit Tür zum Öffnen. Hier oben ist auch noch ein Eisfach drin. Dieses Eisfach kann ich auch rausnehmen, wenn ich möchte. Dann habe ich noch mehr Stauvolumen. So, viele fragen sich bei der 57 immer, wo kann ich denn kochen, wo kann ich die Hände abwaschen, wo kann ich das Geschirr abwaschen. Ist hier immer sehr raffiniert gelöst, indem ich einfach nur den Sitz nach vorne klappe. Habe hier einen Gaskocher drin. Der Gaskocher hat eine kleine Kartusche, hat genau die gleiche Flammenentwicklung wie ein normaler großer Kocher mit einer großen Gasflasche. Der große Nachteil bei einer großen Gasflasche ist immer eine riesengroße Gefahr an Bord. Und ich muss all die Jahre eine Gasprüfung machen. Brauche ich hier nicht machen, tausche die einfach aus. Easy. Habe hier drüben ein Ablagefach gleich. Gekoppelt mit einer Platte und einem Waschbecken drin, kann hier gleich alles abwaschen und wieder verstauen. Hier unten drin nochmal eine große Stauklappe mit vielen Möglichkeiten für Geschirr und Besteck. Guck mal hier, über uns, der schaut uns an. Oh, der Alex filmt sich jetzt gerade schon selber, denn er sieht sich selber in der Garmin-Kamera. Wir haben eine Kamera hier oben dran zum Rückwärtsfahren. Ihr seht auf dem großen Kartenplotter schon am 16 Zoll die Kamera nach hinten. Die gleiche Kamera haben wir vorne am Bug unter der Bugspitze dran. Dort sitzt die Kamera und noch ein zusätzlicher Scheinwerfer. Wenn ihr abends rausfahrt oder im Dunkeln zurückkommt, haben wir einen Laserscheinwerfer dran. Die werden in der Agrarwirtschaft eigentlich genutzt und sind dazu da, um die Felder auszuleuchten. Wenn ihr den anmacht, ist alles taghell und ihr seht wirklich, was vor euch befindet. Wir haben die auch hinten am Heck dran, je nachdem, wie ihr es gerne haben möchtet. Seht ihr hier schon? Und die sind gekoppelt mit dem Herzstück des Bootes. Das ist das Garmin 8416. Dieses Garmin-Gerät hat Autopilotfunktionen drin, hat Radar drin, allem um dran, was ihr gerne haben möchtet, ob ihr euch auf einem großen Meer befindet, ob ihr mit Radarreflektor fahren müsst, ob ihr navigieren wollt oder. Kommen wir zur Kommandozentrale der 57er. Ihr seht hier schon, das ist 2024er Cockpit. Die Kartenplotter werden immer größer. Man möchte immer mehr und mehr Informationen haben. Geht mir genauso in meinem Privatbereich. Ich habe auch mehrere oder halt einen großen, denn je mehr Bildfläche ich habe, desto mehr Informationen bekomme ich natürlich auch über das Gewässer. Ihr seht jetzt hier eine Kartendraufsicht, in der ihr genau wisst, wo befinde ich mich, wo will ich lang. Und man kann dann die Karte splitten und kann dann sagen, okay, ich möchte navigieren über einen Autopiloten. Viele Kunden möchten gerne eine Autopilotfunktion verbaut haben, entweder über den Bugmotor oder direkt über den Heckmotor, indem ich einfach eine Richtung eingebe oder einen Kurs eingeben kann. Und das Boot fährt mich autark dorthin, wo ich hin möchte. Ich brauche einfach nur, wenn irgendwie Gegenverkehr ist, einlenken. Ich kann jederzeit eingreifen. Das ist überhaupt kein Problem. Dann haben wir hier ein vollautomatisches SIP-Wake Trimklappensystem. Dieses Trimklappensystem sitzt hinten am Heck. Es gibt normale Trimklappen. Die Trimklappen sitzen anhand von Platten hinten dran und fahren je nachdem manuell oder elektrisch hoch und runter. Der Nachteil bei diesen Trimklappen ist aber, dass der Weg, wie die arbeiten, viel zu lang ist. Dieses SIP-Wake Trimklappensystem arbeitet in Echtzeit über GPS gesteuert. Das bedeutet,
Wenn wir so ein Boot kalibrieren, das bedeutet, nachdem wir die Übergabe mit euch gemacht haben oder die Einweisung am Wasser, so wie wir es jetzt hier auch machen, kalibrieren wir diese Trimklappen. Diese Trimklappen können sich nach allen GPS-Satelliten ausrichten und wissen dann ab sofort, das Boot ist in Waage. Und so wie ihr losfahrt, könnt ihr die Kurve so einstellen, dass die Trimklappen ab 6 km/h vollautomatisch reagieren. Das bedeutet, wenn ich mit dem Boot mit mehreren Leuten unterwegs bin und ich habe viel Hecklast, trimm die Bugspitze runter. Wenn ich mit mehreren Leuten fahre und das Boot liegt zur einen Seite, trimm die das in Echtzeit. Der Weg der Trimklappe ist so extrem kurz, weil die nur einen ganz kurzen Weg nach unten hat und trimmt es in Echtzeit zurück. Man kann jetzt hier wirklich einen Schritt von der einen Seite zur anderen Seite rüber machen und das Boot trimmt auf so kurzen Weg in Echtzeit zurück. Das ist ein Fahrkomfort, den man heutzutage eigentlich gar nicht mehr missen möchte, denn man hat auch viel Kanalfahrten. Je mehr Gewicht ihr hinten in einem Boot habt, desto mehr kommt die Spitze vorne raus. Ein Kabinenboot oder ein Halbgleiter ist immer so gebaut, dass er von vorne spitz aufgekämmt ist und nach hinten flacher wird. Und je weniger Lauf man hat, je weniger Kiel man hat, desto mehr Gear-Effekt hat man. Und dadurch kommt dieses zustande, dass das Boot sich leicht von links nach rechts bewegt. Damit wird es komplett rausgenommen. Das kann man auch bis zu hohen Geschwindigkeiten machen, wenn man jetzt oft aufs Meer fährt. Das ist ja auch wichtig. Oder man hat ein Boot, wo der Motor zu geringen Hubraum hat oder zu geringe PS-Klasse, dann braucht der Motor unglaublich viel Kraft, um das Boot von der Verdrängerfahrt, wo das Wasser verdrängt, in die Gleitfahrt nach oben zu legen. Das nennt man Rumpfgeschwindigkeit. Ein Boot braucht eine gewisse Kraftübertragung, um von der Verdrängerfahrt sich auf die Wasseroberfläche zu legen. Und diese Trimklappen sind natürlich dazu da, um das Boot viel früheren Kipppunkt in die Gleitfahrt zu bringen. Bodensee zum Beispiel darfst du nur 40 km/h fahren oder verschiedene Seen und Flüsse bei uns hier in den brandenburgischen Gewässern darfst du nur maximal 25 km/h fahren. Durch die Trimklappen kriegst du das Boot viel früher in die Gleitfahrt. Wir reden immer von einer optimalen Motorisierung. Optimale Motorisierung bedeutet nicht, wir wollen jetzt hier ein Rennen fahren, sondern wir haben einen Cruiser, mit dem ich die Natur genießen will. Ich will Wasser wandern, ich will entschleunigen, ich will auf dem Wasser bleiben. Mir geht es um Spritsparsamkeit und um Laufruhe. Bei der 57 empfehlen wir zwischen 135 und 250 PS, je nachdem, wie viele Personen an Bord sind. Ob ihr oftmals auf dem Meer unterwegs seid oder viel mehr Binnengewässer. In Binnengewässern ist es immer so, wie ich immer gerne erkläre, ihr fahrt 80% entspannte Verdrängerfahrt, 12, 14 km/h, 9 km/h, 10, 20% Gleitfahrt. Fahrt ihr Kroatien, fahrt ihr Schweden, fahrt ihr Dänemark, müsst ihr am Meer immer Strecke machen, um irgendwo hinzukommen. Und beim Strecke machen ist es immer das Problem, habe ich einen Motor mit einem geringen Hubraum, verbraucht der Motor unglaublich viel Sprit, weil der Motor immer am oberen Drehmoment drehen muss, während ein Außenborder, der viel Hubraum hat, viel ruhiger läuft. Egal, ob ich jetzt 2000 Umdrehungen 12 km/h fahre, bei zum Beispiel PS-Klasse Honda 175, 200, 225, 250 PS, ist immer der gleiche 3,6 Liter Sechszylinder. Der läuft sowohl bei 12 km/h bei einer ganz geringen Drehzahl als auch bei 50, 60 km/h bei einer relativ ruhigen Drehzahl, während ein Motor, der geringeren Hubraum, geringere Zylinder hat, weniger Zylinder hat, wesentlich höher drehen muss. Und dadurch verbraucht er unglaublich mehr Sprit. Also immer merken, fahrt ihr viel mehr Gleitfahrt, weil ihr irgendwo hinkommen müsst, lieber eine PS-Klasse höher nehmen, Hubraumklasse höher nehmen, denn ihr fahrt meistens 40, 50, 60% Gleitfahrt, 20, 30% Verdrängerfahrt. Trimklappen mit dazu, unschlagbares System. Willkommen am Fahrersitz. Fußritte haben wir schon verbaut, für die, die nicht so groß sind, wie bei mir zum Beispiel. Stellen wir euch individuell ein, wie hoch ihr sie gerne haben möchtet. Haben hier Besonderheit, hatte ich vorhin schon kurz angesprochen, das neue Fach extra drin, links und rechts. Wir brauchen Staufächer ohne Ende, man hat immer irgendwelche Kleinigkeiten, die durchs Boot fliegen, kennt ihr selber. Nicht zuletzt Ankerwinde, sowieso ein Thema, haben wir hier im Schaltersegment verbaut. Wir haben Bugstrahlruder drin, wir haben jetzt zwei Boote ganz neu aufgrund der Jackplate, die wir ja hier dran haben, wo der Motor hoch oder runter fährt, können wir jetzt sogar an den Booten ein Heckstrahlruder verbauen. Mit dem Heckstrahlruder könnt ihr quer zum Steg ein- und ausparken. Die Boote sind ja unglaublich leicht, unglaublich wenig Tiefgang. Dadurch natürlich super wendig und easy leicht drehbar. Ihr wisst selber, wenn ihr irgendwo in den Hafen reinkommt, du hast links und rechts Boote, da rennen viele nach vorne und machen den Fehler, halt zu hektisch zu agieren. Ist bei einem Bug- und Heckstrahlruder
komplett ausgeschlossen, denn ich kann alles vom Fahrersitz aus machen. Das ist der große Vorteil. Wir haben jetzt die neue Besonderheit, dass wir ein Schaltersystem verbauen. Das nennt sich Relaissteuerung. Es gibt ja normal den Hauptschalter. Wir haben eine Starterbatterie, eine Verbraucherbatterie. Hauptschalter hat mehrere Stellungen. Schalterstellung 1, nur die Starterbatterie. Exakter, also separater Kreislauf. Hauptschalterstellung 2, wenn ihr irgendwo vor Anker liegt, nur Verbraucherbatterien. Oder Schaltung 3, Schalterstellung 3, alle beide Batterien. Finden wir, war über die Jahre hinweg immer ein sehr anfälliges System, oder nicht, sagen wir mal nicht anfällig, sondern die Kunden wussten jetzt nicht genau, in welcher Stellung bin ich gerade, habe ich jetzt die Verbraucher oder habe ich jetzt die Starterbatterie gerade, die entladen wird. Wir arbeiten hier nur noch mit einer Relaisschaltung. Das bedeutet, ihr habt verschiedene Kreislaufsysteme, Starterbatterie, Start-Stopp, Relaisschaltung, schaltet vollautomatisch ein oder aus. Ihr habt sogar einen beleuchteten Taster. Genau das gleiche bei der Verbraucherbatterie, ein oder aus. Wir arbeiten jetzt mit Lithiumsysteme von der Firma Ribicell seit vielen Jahren zusammen. Das Schöne ist an diesen Ribicell-Batterien, ihr habt normal eine normale Starterbatterie und dann eine 190, 140 oder 100 Ampere 12 Volt Verbraucherbatterie. Die Batterie hat oben ein Schalterpanel dran, wo ihr gleichzeitig die Prozentzahl sehen könnt und auch die Ladekapazität, wie voll die Batterie noch ist. Ihr habt das gleiche auf einer App, auf dem Telefon, die ihr euch was runterladen braucht und seht immer genau die Spannung, die ihr habt, wie viel noch drauf ist, wie viel Saft ihr noch braucht oder wie viel noch dauert, bis sie wieder voll ist. Das Schöne daran ist einfach, die Batterien können nicht tiefenentladen werden, die schalten vorher ab und wir verbauen das alles mit einem Range-Extender-System. Das bedeutet, die Lichtmaschine lädt die Starterbatterie auf. Wenn die Starterbatterie voll ist, schaltet der Range-Extender um und lädt automatisch die Verbraucherbatterie auf. Das ist ein absolut geniales System in unseren Augen, weil wir dadurch autark sein können. Wir haben die Möglichkeit, Brennstoffzelle, haben wir schon oft verbaut, autarkes Laden ohne Landanschluss, Solarsystem direkt eingearbeitet oben auf dem Cabrio-Verdeck, eine Platte vorne, eine Platte hinten, lädt automatisch wieder auf. Oder Lichtmaschinentechnik. Und viele unserer Kunden wollen einfach autark unterwegs sein, wollen nicht ständig jeden Hafen anlaufen müssen, um da Strom zu beziehen, sondern haben alles intern an Bord. Und Besonderheit natürlich Nummer 4. Viele Kunden legen sehr großen Wert auf ein Warmwassersystem. Dann setzen wir das so um, dass wir eine Hebeanlage unten drin haben mit einer Dusche, die ihr die rausziehen könnt und gleichzeitig abduschen könnt, wenn ihr im Salzwasser seid oder mehrere Tage unterwegs. Alles verbunden über die Pantry mit Warmwasser und der Heckdusche. So, betankt wird natürlich von außen an der Seite mit dem Tank einverstutzen, aber früher war es immer so, dass es alles verschlossen war. Wir haben es jetzt komplett umgebaut und ihr kommt jetzt immer an den Tank ran. Sollte mal irgendwas sein. Wir reden von 180 Liter Tankvolumen. Viel, viel Platz, viel, viel Stauraum noch zusätzlich. Man kommt immer ran, wenn irgendwas ist und kann zusätzlich noch Fender oder Schwimmwesten oder hier drin verstauen. Stehhöhe wird hier immer groß geschrieben in der 57. Ihr seht selber, hier ist noch genug Platz bis da oben der Decke. Befinden wir uns jetzt im Kabinenbereich. Viele Kunden finden es natürlich fantastisch, dass du hier innen drin stehen kannst. Wir haben hier trotzdem nochmal einen Schrank extra drin, Soundsystem extra drin, Heizelement extra drin. Heizung, wie ich vorhin schon sagte, ist so konzipiert, dass du einen Auslass oben hast, einen Auslass unten und ihr könnt jetzt individuell die Temperatur nach oben, nach unten oder in beiden Räumen rausströmen lassen. Wir sehen hier nochmal zusätzliches Stauelement für verschiedene Sachen, die man dann halt bei hat. Optional die Schränke mit oder ohne Türen, kann man sich immer aussuchen, welche Fußbodenfarben ihr möchtet, Polsterstofffarben, Härtegrade, Himmel, Sky-Himmel-Auskleidung könnt ihr euch völlig individuell zusammenstellen. Wir haben hier die Besonderheit, ziemlich einzigartig im Bootsbereich, ich nenne es immer gerne, wir wollen keine Tropfsteinhülle haben. Wir haben hier ein Sky-Himmel-Material. Der Himmel ist sozusagen thermisch isoliert. Das bedeutet, wenn ihr hier drin schlaft, bildet sich kein Kondenswasser mehr, was von der Decke runter tropft und anfängt zu schimmeln und zu stocken. Die Kabine ist komplett thermisch isoliert an beiden Seiten und ist auch noch geräuschdämmend. Und ich kann es noch zusätzlich, wenn ich möchte, mal irgendwo durch Kinder oder Hunde, irgendwo mal direkt dran ist, einfach easy abwischen.
Gemütlich sieht's aus. Gemütlich sieht aus, genau. Kann man vergrößern zur riesengroßen Liegefläche, nimmst den Tisch einfach weg. Ihr seht ja hier schon, je nachdem wie viel Fläche ich brauche, kann ich den Tisch kleiner machen oder größer. Nehme ihn oben oder unten, hab eine große Fläche. Ihr seht selber, man kann hier ganz entspannt mit 4, 5 Leuten, ganz easy 6 Leuten theoretisch eigentlich auch sitzen. Hat viel, viel Freiraum. Ich habe viel, viel Blick durch die großen lichteinfallenden Fenster, die ich auch mit einer Kabinenverdunklung verdunkeln kann. Da werden hier Knöpfe gesetzt und wird hier Verdeckstoff angefertigt, um diese zu blickdicht zu machen. Viele unserer Kunden haben ein Kabinenverdeck hinten, ein austauschbares Heckteil dran. Das nennt sich eine Gase, eine Fliegenschutzgase. Wenn ihr abends draußen sitzt beim Bierchen, beim Weinchen und genießt die Natur und das Leben, was wir Wassersportler ja so lieben, kann man hinten eine Gase reinmachen. Man kann hinten auch draußen schlafen und wir haben hier durch die Bullaugen ja so oder so schon immer Fliegenschutz. Wir haben Fliegenschutzgitter auch hier oben immer drin. Man kann die Schiebetür offen lassen, hat eine wunderbare Belüftung im Boot, was ich jedem immer rate. So, hier haben wir jetzt den WC-Bereich mit der Hebeanlage und der Dusche, wenn man möchte. Seht hier schon. Trotzdem noch sehr, sehr viel Platz. CWC manuell oder elektrisch. Bei der manuellen brauchst du bloß pumpen und der zieht das Wasser an. Elektrisch ist es wie zu Hause, drückst du auf den Knopf, der spült automatisch. Haben wir sehr oft verbunden mit einem sogenannten Traps, kennt ihr von zu Hause, von der Dusche. Der wird in der Ecke eingesetzt, dann sammelt sich das Wasser unten und wird über Hand einer Hebeanlage über die nächste Stufe nach hinten entweder direkt abgeleitet, wenn man es darf, oder in einem Grauwassertank gepumpt. Die Aqualine 57 Adventure oder wie wir sie nennen hier in dem speziellen Greycast Iron ist ja so designt, wie wir es uns vorgestellt haben oder wie es der zukünftige Kunde jetzt von diesem Boot gerne haben möchte. Denn bei uns ist es, seid ihr genauso wie individuell, wie das Boot nachher auch sein wird. Denn bei uns kann man sich die Farben nach allen Raltönen aussuchen. Ihr könnt euch aussuchen, wie ihr das Cockpit eingefärbt haben wollt, wie ihr den Bügel haben möchtet, die Außenfarben des Bootes, die Innenschale, alles wird handmade nach euren Wünschen gefertigt und das läuft in verschiedenen Steps ab, indem wir erstens das Boot so konfigurieren und zeichnen, wie ihr es gerne haben möchtet, nach allen Farben, nach allen Polsterstoffen. Ihr könnt euch überlegen, wie ihr gerne die Oberflächenstruktur haben möchtet, wie ihr den Keder haben möchtet, wie ihr die Naht haben möchtet, wie ihr das Logo eingefärbt haben möchtet. Alles wird so gebaut, wie ihr es gern haben möchtet, nach euren Wünschen, nach euren Vorstellungen. Das Prinzip ist bei uns immer so, dass sich der Kunde bei uns einen Fertigungsplatz sichert. Wir bauen ca. 15 Stück pro Jahr pro Modell, sind aber insgesamt über 100 Boote im Jahr. Und dann wird nach Fertigstellung der Schale von uns aus eine Feinabsprache mit euch durchgeführt an eurem eigenen Rohling, an eurem eigenen Boot, und dann stelle ich euch den Fertigungsleiter vor, das ist der Mike Dahlke, das ist meine linke und rechte Hand, der euch über die Bauphase betreut und den Mechaniker, der euer Boot nach euer Wünschen baut. Und da wird dann genau mit euch gemeinsam festgelegt, wo sollen die Steckdosen liegen, wo sollen die Lichter verbaut werden, wie möchtet ihr das Cockpit angeordnet haben und. Und wenn wir dann das Boot fertig gebaut haben, laden wir euch wieder ein zur Übergabe direkt am Wasser. Ihr seht hier schon unsere tolle Slipstelle. Hier machen wir die Übergabe. Hier zeigen wir, wie man trailert, worauf ihr achten müsst, wie ihr fahren müsst, wie alles funktioniert. Ihr lernt das Boot richtig schön kennen. Fahrt die ersten 15 bis 25 Betriebsstunden runter. Dann holen wir euch wieder raus, machen den ersten Ölwechsel am Boot, erklären euch, wie das Boot trailerbar gemacht wird, indem wir die Planen abmachen und die verschiedenen Planen ans Boot ansetzen, wie zum Beispiel eine Bügelplane, die man ranmachen kann, um den Bügel zu schützen, wenn ihr lange Zeit unterwegs seid, oder eine Cockpitplane, die schräg über die Scheibe nach runter die Scheibe mit schützt. Ihr könnt nicht mit dem kompletten Verdeck lange Strecken auf dem Trailer fahren, denn das Verdeck würde dadurch kaputt gehen, weil es ausbeult, deshalb macht man es lieber ab. Alles das sind solche Features, die wir mit euch im Detail nachher durchgehen, oder eine glasfaserverstärkte Gewebeplane, die kommt von ganz vorne um jede einzelne Reling rum, durch den Bügel, durch nach hinten, die ihr fürs Winterlager nutzen könnt oder natürlich draußen, wenn das Boot draußen steht. Denn diese Plane ist atmungsaktiv, hat Glasfaser eingewebt, ist unglaublich leicht und unglaublich reißfest. Die passt nur an eurer 57, an keiner anderen, weil die so exakt und 100% gefertigt ist. Und wenn ihr Lust habt und möchtet, dann kommt zu uns vorbei, kommt in die Ausstellungshalle. An der Ausstellungshalle haben wir gleich die Manufaktur mit dran. Da könnt ihr die Boote direkt im Bau sehen, im Bauzustand, vom absoluten Rohling bis zur Endfertigung.
Denn jeder möchte doch gern wissen, wo sein Boot gebaut wird und vor allen Dingen, wer sein Boot baut. Und das sind wir und wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns, euch zu sehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Fragen habt, gern in die Kommentare schreiben oder mich per E-Mail anschreiben, per Telefon, per WhatsApp. Wir freuen uns auf euch. So, von mir habt ihr jetzt reichlich Input bekommen, was man alles machen kann, wie vielseitig wir als B1 Bootsmanufaktur sind. Und der erste Fahreindruck, der kommt jetzt mit Frankie. Der Frankie wird jetzt mit euch mal eine Runde mitnehmen und dem Boot mal ein paar Testfahrten machen. So, und jetzt geht's aufs Wasser mit Frankie. Also bleibt dran. Ich freue mich auf jeden Fall, auch mit der neuen 57 Adventure eine Runde drehen zu dürfen. Da bin ich mal gespannt, was die Jungs so veranstaltet haben und schöne gebaut haben für uns. Bleibt auf jeden Fall dran. Boot. Und das ist eine neue Ära. Das ist wirklich 2024. Geiles Boot, oder? Macht richtig Spaß. Ja. Jetzt fehlt eigentlich noch die Badehose, ne? Ja, das wäre jetzt eigentlich nochmal für uns alle angenehm, Leute. Schreibt's mal in die Kommentare, sollte Robin jetzt ins Wasser springen. Eins, zwei, drei und ein ganz großes Grinsen im Gesicht. Das ist ja Reinhold Messner der heutigen Zeit.